Slow Motion. Das geilste Phänomen in der Filmindustrie. Aber wie macht man es in DaVinci Resolve? Heute erfährst du es. Okay, wir alle wissen mehr oder weniger, was Slow Motion ist. Du nimmst mehr oder weniger in einer höheren Framerate auf als deine Output-Framerate und hast deswegen mehr Bilder, mit denen du arbeiten kannst. Also nimmst du zum Beispiel in 50 Frames die Sekunde auf und konvertierst das Ganze in 25 Frames die Sekunde, hast du das Doppelte an Timeline. Und deswegen hast du das Ganze dann auf halbe Geschwindigkeit. Aber du hast zum Beispiel bei DaVinci Resolve bemerkt, dass wenn du eine 25 Frames die Sekunde Timeline erstellst, da ein 50 FPS Clip reinziehst und den auf halbe Geschwindigkeit stellst, es irgendwie aussieht, als hätte der nur 12,5 Frames die Sekunde. Also so richtig stoppend, so keine smooth Slow Motion. Und das liegt daran, dass DaVinci Resolve den Clip unter der Haube, bevor du ihn überhaupt in die Timeline ziehst, schon auf 25 Frames die Sekunde gebracht hat, indem es jeden zweiten Frame ausgelassen hat. Und das liegt an den Clip Attributes, die in der Signalverarbeitung in DaVinci Resolve vor den ganzen Timeline-Effekten kommen. Und das musst du wissen. Wenn du mehr über Signalverarbeitung in DaVinci Resolve wissen willst, Miesner Media hat da oben ein super cooles Tutorial zugemacht. Meiner Meinung nach sehr aufschlussreich. Aber wie kriegst du es jetzt smooth? Du wählst dir den Clip aus und klickst mit Rechtsklick drauf, gehst in Clip Attributes und wählst hier wieder deine höhere Framerate aus. Jetzt hast du quasi alle Frames zur Verfügung, die du nutzen kannst, um deine Geschwindigkeit zu verändern. Okay, aber wie änderst du jetzt deine Geschwindigkeit? Dafür gibt es drei Möglichkeiten in DaVinci Resolve. Erste Möglichkeit ist, du klickst mit Rechtsklick auf deinen Clip und gehst auf Change Clip Speed. Hier hast du die Möglichkeit, die Geschwindigkeit über den ganzen Clip einzustellen. Die zweite Möglichkeit sind die Retime Controls, die dir helfen, die Geschwindigkeit an bestimmten Punkten im Clip zu erhöhen und zu verlangsamen. Okay, dazu kannst du mit Rechtsklick draufgehen und die Retime Controls öffnen. Jetzt ist so eine Leiste entstanden, in die du reingehen kannst und unten bei 100% mit Linksklick draufklickst und hier ein Speedpoint hinzufügen kannst. Den kannst du an der unteren Seite in der Timeline verschieben, also in der Zeit versetzt, zeitlich verschieben, und wenn du willst, dass die Zeit geändert wird, fällst du ihn einfach oben an und schiebst ihn hin und her. Je weiter du diesen nach hinten in deiner Timeline ziehst, umso gedehnter wird der Clip. Er wird also langsamer. Unten siehst du dann auch, um wie viel langsamer, also wie viel Prozent der Geschwindigkeit du hast. Und wenn du den Clip ranziehst, wird alles schneller. Das geht allerdings nur für harte Punkte. Das heißt, wenn du noch einen Speedpoint hinzufügst, der anders ist, ist dieser Abschnitt von einem auf den anderen Moment Hardcut, nicht mehr Slow Motion. Wenn du deine Slow Motion jetzt allerdings smooth haben willst, dann musst du deinen Clip anwählen und die Retime Curves öffnen. Oder du klickst einfach Shift und C und hast genau dasselbe Fenster. Dann möchtest du oben links in diesem Pfeil, in diesem Dropdown von Retime Frame auf Retime Speed ändern. Und jetzt hast du quasi eine Linie, die du keyframen kannst. Und mit diesem Symbol kannst du den jeweiligen ausgewählten Keyframe auf Smooth stellen. Und schon hast du ein smoothes Ein- und Ausfaden und die Möglichkeit, Speed Ramps in deine Videos einzubringen. Ach so, noch eine Frage, wie hat euch eigentlich meine brennenden Finger gefallen? Kameramagier-Style. So, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn es dir gefallen hat, dann misshandle doch mal den Like-Button, den du so richtig wegbashst. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann kannst du den Dislike-Button auch gerne zweimal drücken. Hilft immer. Okay, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns, Kameramagier in Ausbildung. Ciao.